Willkommen, Genoss, zu einer weiteren Folge von Skull in the Strap Team. Heute habe ich mich für meinen Lieblingsskull entschieden. Mein drittliebster oder so, ich bin mir gerade gar nicht sicher. Eine Special-Variante von ihm, nämlich die Oster-Variante von Trigger Happy. Ohne Gold, keine Ehre. Okidoki. Bereit für die Reise zur Besserwisserinsel? Und übrigens, ich bin der beste Pilot in den gesamten Skylands. Und das ist noch untertrieben. Boom! Boom, Teil 2. Legen wir los. Offenbar werden wir diesen Buzz dort treffen. Wenn du mich fragst, er sollte sich auf der Besserwisserinsel wie zu Hause fühlen. Natürlich will ich in erster Linie wissen, wie diese Bösewichte überhaupt entkommen konnten. Was ist denn in dich gefahren? Halt still, Glamshanks! Entschuldigung, Lord Chaos. Ist das Ding eigentlich an? Sieht ganz so aus. Gut. Meine lieben Mitbösewichte, wenn ihr das hier seht, habe ich, Chaos, bereits einen genialen Plan ausgeheckt, um euch von eurem elenden Dasein hier im Wolkenknackerknast zu erlösen. Und zwar tue ich es hiermit! Mit dem fiesen Frequenzmodulator des fiesen Schicksals. Seht ihr! Mit diesem Gerät werde ich mich durch diese Mauern graben und euch alle befreien. Die Schicksalsräuber! Dann seid ihr natürlich sehr dankbar und nehmt mich als euren neuen Anführer an und helft mir, meinen glorreichen Plan zur ultimativen Unterwerfung der Skylands durchzusetzen. Lord Chaos, soll dieses Ding eigentlich so laut sein? Ruhe, du Narr! Natürlich soll es das. Willkommen! Willkommen, Schicksalsräuber! An meinem ultimativ fiesen Ratstisch! Des Schicksals! Schluss jetzt mit den Spielchen, kleiner Mann! Was willst du überhaupt von uns? Ruhig, Freunde! Nun, da ich Chaos euch gerettet habe, steht ihr alle unter meinem Schutz. Hier in meinem neuen versteckten Versteck mit holographischer Tarnung. Zeig's ihnen, Glamshanks! Ich weiß, was ihr jetzt denkt. Ein Geniestreich! Viel hat ein toller Schutz dem Schlucker nicht gebracht. Und weißt du was? Ich finde, du riechst komisch. Ei, sehr richtig, Wolfgang. Als Chefkoch von Ruf kann ich nur sagen, pfui, pfui. Allerdings gefällt mir der Stuhl echt gut. Ja, behalten wir den Stuhl und weg mit dem Knopf. Ja! Ja! Aber wartet! Ich habe euch gerettet! Ihr solltet mir dankbar sein! Und ihr kennt ja noch gar nicht meinen Plan! Stopp! Du darfst nicht denken, wir wären dir nicht dankbar, Chaos. Du und der Troll könnt bleiben. Ihr werdet Zeugen meines Plans sein, die Skylands in die Knie zu zwingen. Und glaub mir, der Plan ist Gold wert. Nächster Halt. Besserwisserinsel. Angeblich kann man diese Steinköpfe alles fragen. Zum Beispiel, wo Bass ist. Erst macht er so ein Getöse wegen seiner Ninja-Tomaten-Fähigkeiten und dann ist er nicht mal hier. Wer sagt das? Dank meiner geheimen Ninja-Kommando-Ausbildung habe ich mich angeschlichen. Und ich war auf einer Aufklärungsmission. Alles, was wir über die Schicksalsräuber wissen müssen, ist in den Schädeln dieser Steinhohlköpfe verschlossen. Folge mir einfach, Skylander, dann führe ich dich zu ihnen. Okay, also jetzt auf der Besserwisserinsel unterwegs. Erster Punkt der Tagesordnung, wir müssen die Tür da drüben aufkriegen.
erstmal schauen, was du für Fähigkeiten hast. Blitz! Nutzt das Ding, um die große Tür zu öffnen. Ballonauflösung. Hey Skylander, ich hätte da eine Idee, die ich mit dir besprechen wollte. Es geht um unseren neuen Kumpel, den Gulpa. Ich glaube, ich weiß, wie er bei den netten Leuten vom Sprudelfest Wiedergutmachung leisten kann. Schick ihn einfach zu mir, dann erkläre ich alles. Das kann ich wirklich kurz machen, ich muss ihn nur kurz holen. Der Gulpa. Junge, warum ist der grün? Sag mal, Gulpa, willst du dich bei den Leuten entschuldigen, deren Sprudelfest du ruiniert hast? Na, dann komm mal mit. Also, da du ihr Sprudelfest ruiniert hast, hast du eine Menge Kinder traurig gemacht. Und wie kann man Kinder besser aufheitern als mit Ballons? Laut all meinen Ballonbüchern gibt es nichts Besseres. Du musst jedem Kind einen Ballon bringen. Dann wird deine Entschuldigung angenommen. In Ordnung? 3, 2, 1, los! Ausgezeichnet! Jetzt okay, ich kann 4 Ballons gleichzeitig mitnehmen. Verteil diese Ballons immer weiter, Gulpa. Ich spüre förmlich, wie dein Ruf besser wird. Der ist auch recht schnell. Doch, dass er so eine Schnecke ist. Gut so, Gulpa! Jetzt leistest du wieder Gutmachung. Jetzt musst du nur noch Kinder finden und sie ihnen geben. Ja, keine Sorge wegen der Kinder, die wegschweben. Denen geht's gut. Verteil diese Ballons immer weiter, Gulpa. Ich weiß nicht, was immer so ein bisschen lange dauert, ist immer hin und her zu laufen, aber genug Zeit ist ja da. Was ist denn das? Da ist der letzte. Jetzt leistest du wieder Gutmachung. Du hast gerade den ersten Schritt auf dem Pfad zur Bösewichterlösung getan. Komm zurück zu mir auf die Besserwisserinsel. Dann reden wir über eine Belohnung. Gulpa, das mit den Kindern hast du gut gemacht. Auch wenn das eigentlich schon Belohnung genug ist, habe ich noch eine Kleinigkeit für dich. Darauf trinke ich Sprudel! Ja, was soll ich jetzt bekommen? Ich hab gar nichts bekommen. Um Blitz! Nutzt das Ding, um die große Tür zu öffnen. In dieser Zone. So läuft das! Na, was sagt man dazu? Unser erster Hohlkopf. Warum siehst du ihn dir nicht mal genauer an? Natürlich musst du dazu durch eine weitere Gegnergrube, aber hey, das sollte doch wohl ein Platz sein, oder? Ey, bis kein Plattmasser. Sollte nicht so schlimm sein. Hoffentlich ist es das auch. Na, warte, was war auf der rechten Seite? Okay. Sei gegrüßt, Skylander. Ich bin Arbo, Sohn von Barbo, Bruder von Larbo. Ich kann ewig so weitermachen. Aber das Wichtigste ist, dass jenseits dieses Elementartors ein magischer Hut liegt. Ich dachte, er hätte noch irgendwas anderes zu sagen. Du willst etwas über entflohene Bösewichte wissen. Ich erzähle dir von dem Chompy Mage. Der Chompy Mage tanzt sehr gern und mag auch sehr das Stampfen. Doch allem voran liebt er sehr, wenn Leute wie Chompies mampfen. Sehr nett. Ich schicke die Information an Max. Jetzt müssen wir nur noch was über die anderen Bösewichte erfahren. Dann sollten wir im Geschäft sein. Ich erzähle dir von Dreamcatcher. Die Nacht ist Zeit zum Schlafen.
in der du nichts versäumst. Doch sie stiehlt dir Gedanken, noch während du träumst. Das ist ja voll cool gemacht, finde ich. Dass sie auch alle so eine Art, so einen kleinen Reim haben, die Schurken. Bereit für eine weitere magische Verbesserung? Wundervoll! Na gut, brauchst du das nicht? Ich hab schon alles sogar. Ich bin schon sehr happy. In dieser Zone sind Skylander des Luftelements stärker. Sieht aus, als wäre das ganze Gebiet wegen einer Gegnerplage abgesperrt. Wie gut, dass ich immer vorbereitet bin. Und damit meine ich, dass ich eine Bombe habe. Wirf dieses Ding einfach auf die Barriere und geh dann während der Explosion ganz langsam weg. Das sieht immer cool aus. Ach du grüne Guacamole! Diese Trolle meinen es wirklich ernst. Tja, Kompadre, wir aber auch. Hier wäre so eine Bombe mal wieder sehr praktisch. Boom, Blitz! Das war echte Qualitätsabrissarbeit, amigo. Okay, die Pistole mache ich mir auf, falls ich Schaden bekommen sollte. Ich habe mich dazu entschieden, immer einen Trapmaster jetzt einfach mitzunehmen. Aber da ich Snapshot schon gespielt habe, nehme ich Shortcut. Ich werde wenigstens immer diese Kristalle hier noch mitnehmen. Ah, das ist ein Bossfight. Buzzerbeak. Dann fehlt mir sogar noch ein bisschen. Dann nehme ich das Level 17 von 20. Was ist denn runtergekommen? Buzzerbeak besiegt. Ein Schnippelchen davon reicht. Ich kann nicht nur schneller fliegen als das Licht, sondern auch als die Dunkelheit, der Schall, die Zeit und ja, auch als das abstrakte Konzept der Liebe. Und noch Informationen, die sehr hilfreich waren. Hi-ho, Skylander, ich bin es, Blobberth. Ich habe mal wieder eine unglückliche Entscheidung getroffen und einen Job auf dieser Insel angenommen. Nur um dann zu merken, dass Trolle sie übernommen haben. Aber jetzt, da du hier bist, scheint sich mein Glück endlich zu wandeln. Folge mir einfach diese Lüftung hinauf, dann zeig ich dir, wo du noch mehr Steinköpfe findest. Oh, ich wollte dich auch durch diese Lüftung führen, aber sie scheint verstopft zu sein. Schieb einfach diesen Felsen da oben auf die andere Lüftung hier drüben.
dann wird der Dampfdruck so groß, dass dieser Stopfen kaputt geht. Das wird so aufregend. Das Schmetterling. Jetzt können wir wieder auf dem Dampf reisen. Los geht's, Blobber! Aha, jetzt bekomme ich Rabatt. Ah, nehm ich mit. Ich schätze, wir werden noch einen Felsen brauchen. Hier rechts ist wieder ein mysteriöses Tor. Hey Junge, lass einfach chillen. Schon geht's wieder los. Ah, guck mal, das Food Fight, den habe ich sogar auch. War auch damals im Starter Pack von Trap Team dabei. Ja gut, aber die Fähigkeit habe ich auch schon. Ich erzähl dir von der Golden Queen. Sie liebt es, wenn es glitzert. Auch Funkeln ist gewollt. Am meisten liebt sie Sachen, gemacht aus reinem Gold. Oh nein, Skylander! Die Trolle müssen Verstärkung geholt haben! Wir sind verloren. Was ist das denn für eine Einstellung, Soldat? Ich bin kein Soldat. Dann ist das hier im Moment nicht der richtige Ort für dich, Kumpel. Warum verduftest du nicht und lässt Profis die Sache regeln? Mit Vergnügen! Bleib locker, Kompadre. Hüpf einfach in das Geschütz, dann... Genau so! Jetzt wird gut! Bist du sicher? Oh ja! Nehmt das, ihr fiesen fliegenden Tolle! Ach, oh, ich dachte, kommt es irgendwie mehr. Ah, da ist er sogar. Slobber Trap. Wasserfalle? Ne, ich will ihn aber nicht so. Du bist mir in die Falle gegangen. Und diese Bombe von denen ist ja voll nervig. Das soll den Ziel erfassen. Jetzt kommt er. Ja, er muss sogar verstärken. Okay. Slobber Trap besiegt. Riech nach Sieg! Hoffentlich ist es das auch. Es lohnt sich auch die Pizza. Sie scheinen große Geschütze aufzufahren. Aber das sind auch nur mehr Ziele, auf die man schießen kann.
je größer sie sind, desto lauter ist der Knall. Kaboom! Beschuss! Kaboom! Ausgezeichnet! So, unter uns. Jetzt wissen wir alles, was es über die entflohenen Schicksalsräuber zu wissen gibt. Es heißt, Wissen ist der halbe Kampf. Aber weißt du, was die andere Hälfte ist? Kämpfen! Gehen wir zurück zur Akademie und überlegen uns, wo wir das noch ein bisschen machen können. Okay, ich habe die Daten, die du zurückgeschickt hast, analysiert und bin zu dem wissenschaftlichen Ergebnis gekommen, dass wir ganz schön in der Tinte sitzen. Diese geflohenen Schicksalsräuber sind böse mit einem gewaltigen B. Der Skylander und ich kennen uns mit Bösewichten aus, Max. Wir haben gegen Chaos, die Arkeaner, Greebles und alles Mögliche gekämpft. Bei allem Respekt, Junge, diese Schicksalsräuber-Umbres sind viel gefährlicher. Wir müssen jeden finden und einfangen. Pronto! Kein Problem, Buzz, mein Kumpel. Sag mir nur, wen wir zuerst suchen und betrachte ihn als Gefangenen. Ich würde den Chompy-Mage vorschlagen. Hauptsächlich, weil er als einziger eine Nachsendeadresse angegeben hat. Den Chompy-Berg. Dort findest du ihn sicherlich. Oh, und ich habe noch ein paar Dinge zur Akademie hinzugefügt. Sieh sie dir an. Das hier ist ein besonderes Tor, Skylander. Wo es hinführt? Zu ganz besonderen Orten. Deshalb ist es ein besonderes Tor. Immer wenn du um einen Portalmeister-Rang aufsteigst, erscheint eine Sternenkiste in der Skylander-Akademie, die eine besondere Belohnung enthält. Perfekt, dann nehme ich die mal mit. Ich glaube, dieses Portal, damit kann man DLC spielen. Also einen habe ich sogar, den von Slowpoke. Was ist das? Oh, nice. Jetzt schwebt ihr da hinten rum. Wollen wir sagen, was mit der zweiten Folge von Skylanders Trap Team? Wenn ihr noch mehr Skylanders sehen wollt, die ich gerne noch spielen soll, schreibt es gerne in die Kommentare. Wenn ich die hab, dann spiele ich die beim nächsten Mal. Wenn nicht, dann lasse ich es euch wissen. Und bis zum nächsten Mal.